Der eine hat Urlaub, der andere kann nicht schneiden, der dritte ist bald weg und immerhin eine Konstante gibt es aber dennoch in diesem Podcast und damit meine ich nicht den ersten FC Nürnberg, über den wir natürlich auch heute sprechen. Wie unser Podcast heißt und wer uns finanziert, erfahrt ihr jetzt. Bis gleich. KADEP, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Hallo, ihr beiden. Servus. Hallo, Peter. Servus. Ich höre euch. Das klingt gut. Für alle, die uns auch hören, jetzt zum ersten Mal. Wir hatten gerade viele technische Probleme. Wir hoffen inständig, dass man diese Aufnahme am Ende auch vernünftig durchhören kann. Ja, wenn ihr das gerade hört, ist das ein gutes Zeichen, dass wir noch nicht abgebrochen haben. Wir geben uns wirklich Mühe. Wir haben schon gehört oder wir haben schon überlegt, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass Fadi Kiblavi im Urlaub ist, der bekanntlich der größte Techniker in diesem Podcast ist. Und prompt funktioniert nicht alles nach Plan. Bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob das die endgültige Antwort ist. Ja, mein Name ist Peter Schulze-Zachau. Ihr habt soeben die Stimmen von Florian Zenger und Uli Dickmeier gehört, die mir beide zugeschaltet sind zum KADEP-Podcast, den normalerweise Fadi kommentiert und moderiert. Der Mann hatte aber Urlaub am Wochenende, Geburtstag am Wochenende und jetzt Urlaub, so rum. Herzlichen Glückwunsch. Nochmal ja, Glückwunsch, Stelle. Ja. Ich habe schon. Uli, ich habe schon persönlich gratuliert. Okay. Ich dachte, du verzichtest. Wäre schlecht, ja, wenn ich jetzt heute erst käme. Naja, ich habe ihm auch eine WhatsApp geschrieben, aber ich dachte, das machen wir hier auch nochmal öffentlich. Gut, wir versuchen ein bisschen über Fußball zu sprechen und über den ersten FC Nürnberg. Und ich bin ja hier immer so der Aushilfskellner. Beim letzten Mal habe ich gesagt, ich habe mit einem Auge wenigstens noch zugeschaut beim Spiel des Clubs. Diesmal das Geständnis vorneweg, ich habe es gar nicht gesehen. Ich war am Wochenende im Fichtelgebirge, Schneewandern sozusagen, kann ich schwer empfehlen. Mit deinem Hund habe ich gesehen. Ja, auf Instagram. Ja. Ja, genau. Und festgestellt, dass dein Hund gar nicht wirklich viel größer als meiner ist. Das hat mich schon wieder beruhigt. Dackel-Corgi-Mix, okay. Glauben wir, sind uns aber nicht sicher. Und es war ihr erster Schnee, dementsprechend. Aufregend war das alles für uns. Und ich habe dann später erst erfahren, wie der FCN gespielt hat und wie es dazu kam. Das heißt, ihr müsst mich ein bisschen unterstützen. Ich stelle euch einfach schlaue Fragen und ihr antwortet wie immer kompetent, kriegen wir hin, oder? Wir waren beide im Stadion, wir haben alles nebeneinander gesehen. Ja. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie der Club in der Nachspielzeit. Also irgendwie ist alles sehr wackelig und man hofft irgendwie nur, dass es vorbei ist. Aber Peter, du warst nicht der Einzige. Ich bin heute nach der Schule mit einem Kollegen gelaufen, der gemeint hat, er hat am Samstag einfach mal so, wie man es halt so macht, um 17.30 Uhr in die Kicker-App geguckt und dann festgestellt, oh, der FCN hat ja gespielt, oh, das war ja ein Heimspiel. Oder ich habe ja eine Dauerkarte, ich hätte ja gehen können. Oh, nee, ich hätte ja doch nicht gehen können. Also. Ja, bei mir war es sogar so, wir haben dann auch mal Mittag gegessen am Fichtelsee in einem Restaurant. Und wie das halt so ist da in Oberfranken, liebe Grüße, Uli, die mobilen Daten sind auch nicht wirklich, wirklich gut. Das heißt, ich saß da und habe versucht, die Kicker-App zu aktualisieren und es ging noch nicht einmal. Und dachte mir, okay, dann schaue ich halt am Abend, wie es ausgegangen ist. Genau, 2-1 ist es ausgegangen. Der Club hat verdient gewonnen, muss man, glaube ich, so sagen. Flo, du warst ziemlich euphorisch auf Twitter unterwegs und hast, glaube ich, von einem grandiosen Pressing geschrieben und einer der besten ersten Halbzeiten der letzten Jahre. Übertreibst du da nicht ein bisschen? Vielleicht aus Stadionsicht, ich meine, ich habe mir danach die Daten nochmal angeguckt und gedacht, na, vielleicht gibt es nicht so hundertprozentig her, aber ich fand es in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr, sehr abgeklärt, sehr, sehr souverän. Die haben auch wirklich im Pressing gut bis sehr gut gearbeitet, halt immer schön angelaufen, ohne jetzt komplett in den Zweikampf zu gehen. Das haben sie wirklich ganz hervorragend gemacht. Ob es jetzt eine der besten oder die beste oder was auch immer erste Halbzeit war, naja, die meisten ersten Halbzeiten waren ja doch relativ langweilig in letzter Zeit, von daher ist es vielleicht gar nicht so schwer.
Uli, wie toll fandest du die erste Halbzeit? Würdest du es auch so einschätzen? Ja, man muss natürlich sagen, wir müssen jetzt auf dem Platz wieder Masken tragen. Und ich weiß gar nicht, ob der Flo wirklich alles so gesehen hat, weil seine Brille auch ständig angelaufen war. Aber ich habe schon auch insgesamt als sehr positiv erachtet. Also der Sieg war verdient. Man hat es sich schwerer gemacht als nötig durch die doch wieder relativ großzügige oder fahrlässige Chancenverwertung. Also man hätte sich das Zittern am Schluss locker ersparen können. Ist ja auch schon mal schiefgegangen mit solchen Spielen, gerade gegen Kiel vor 2 Jahren. Oder vor einem Jahr war es 2000, ja ziemlich genau vor einem Jahr, ne? Im Dezember 2000, Flo, 19? Ja, ne? Ja. 2-0, 2-0-2-2. Also ist auch schon mal schiefgegangen. 2019 ist 2 Jahre her. Ja. Ich überlege gerade, es müsste 2019 gewesen sein. Wie gesagt, man hat es sich ein wenig schwerer gemacht als nötig. Man hätte schon früher für klare Verhältnisse sorgen können. Dann geht halt so ein Ball nochmal in der 88. Minute, so ein Traumtor, muss man ja sagen, geht da nochmal rein und dann war nochmal das große Zittern. Aber über weite Strecken des Spiels war das schon eine sehr, sehr gute Vorstellung. Also sowohl was das kämpferische Element betraf, man hat ja wirklich, Flo hat ja gesagt, mit dem Pressing Kiel kaum zur Entfaltung kommen lassen, hat er gut dagegen gehalten, ist resolut in die Zweikämpfe und hat dann diese Umschaltmomente auch immer genutzt, um da selber ganz vielversprechende Angriffe zu fahren, die halt eigentlich nur 2-mal dann auch abgeschlossen wurden. Aber gut, es hat gereicht am Schluss. Also verdienter Sieg, bisschen gezittert am Schluss, aber insgesamt geht es okay. Hat euch dieses gute Pressing ein bisschen auch überrascht, vor allem wenn man guckt, wer im Sturm stand, mit Scheffler und Schuranov, ja eigentlich 2 Neuner, wenn ich mal so das so sagen darf. Da standen ja in der Vergangenheit auch gerne mal ein Dovedan, der halt schnell und laufstark ist und auch eine andere Ausrichtung hat. Aber Scheffler hat, glaube ich, ein ganz gutes Spiel gemacht und hat sich wieder so ein bisschen in Stellung gebracht, trifft jetzt wieder regelmäßig. Wie habt ihr ihn am Samstag gesehen? Flo? Ja, also ich habe, jetzt waren wir beide so ein bisschen gewartet, dass der andere was sagt. Ich fand ihn wirklich überzeugend. Also gibt auch schöne Daten. Ne? Man schaut sich an, wie viele Aktionen und der Aktion fällt halt Pass und Schuss und Dribbling und Zweikampf und alles mögliche abgefangener Ball. Also quasi alles, was man am Platz macht. Und Manuel Scheffler hatte in 81 Minuten mehr Aktionen als alle anderen also beim Club in 96, da hat man dann schon gesehen, ja, der war ordentlich unterwegs, hat ordentlich viel gemacht. Es hat nicht immer alles funktioniert, aber er war da, war sehr präsent, war natürlich bei dem Ansatz, der gewählt worden ist, dass man eben sehr geradlinig nach vorne spielt, gar nicht viel hinten aufbaut, natürlich auch der richtige Mann dafür, aber ich fand ihn deutlich verbessert im Vergleich zu den letzten Wochen. Vielleicht eben auch, weil das Spiel ein bisschen mehr auf ihn ausgerichtet war. Also ich fand auch bei diesem Sturmduo, wenn ich noch anfügen kann, es hat ja zuletzt hat es ja auch mal in Sandhausen mit Dumann und Dovedan probiert, eben mit diesen beiden nicht gelernten und eher beweglichen Stürmern. Und ich glaube, dass das jetzt aber diese Rückkehr zur Doppelspitze sich auch wirklich bewährt hat. Und auch beide haben getroffen. Also ich fand Scheffler auch sehr präsent. Dem hat das Tor auch gut getan. Also hat man auch gemerkt, dass er irgendwie die Bälle auch ganz anders ablegt, auch wieder sich weite Pässe zu spielen traut. Und Schuranov hat man eigentlich wenig gesehen, aber er ist halt dann einfach in der Situation, ist er dann da und macht das Tor wirklich gut, super Abschluss, sehr präzise. Also ich glaube, dass das schon wieder das System ist, das jetzt in den nächsten Spielen Bestand haben wird mit einer echten Doppelspitze. Nimm das, Fadi. Nikola Dovedan muss sich hinten anstellen. Ich glaube, da hat sich ein bisschen was wieder gefunden, wobei das ja immer schnell geht beim Club. Und dass der Kader gut genug ist und man viel rotieren kann, ist ja dann auch eine der Stärken. Nach dem 1-0 von Scheffler, vielleicht eigentlich müsst ihr jetzt eingreifen, hat der Club dann das Spiel verwaltet? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Was war so die Vorgabe? Gab es viele Chancen? Ich habe bei Flo, ich habe deine Analyse natürlich gelesen. Und der Club hat wohl viel Ballbesitz gehabt, ähnlich wie auch gegen, beziehungsweise viele Chancen, ähnlich wie auch gegen Pauli. Kannst du das ein bisschen erklären, woran das liegt? Ja, also es war so, sie haben es geschafft, Kiel mehr oder weniger bis zur Nachspielzeit der ersten Halbzeit komplett aus den gefährlichen Zonen wegzuhalten. Die hatten zwar einen Ball, also phasenweise ging da der Ballbesitz bis nah an die 70%,
Aber Kiel hat halt keine Abschlüsse gehabt und von daher war das dann schon sehr geschickt verteidigt. Man selber hat immer mal wieder so seine Chancen gehabt im Laufe der ersten Halbzeit. Mats Möller-Daly kommt mal relativ frei zum Abschluss. Ist wahrscheinlich die größte Chance, den nimmt er ein bisschen komisch. Und dann, ja, dann hat man bis in die Nachspielzeit eigentlich kaum Chancen bei Kiel. Dann gibt es so den Kopfball an die Latte und eine folgende Ecke, die ein bisschen problematischer wird. Aber insgesamt hat man es halt einfach sehr gut wegverteidigt. Und das, obwohl Eskar Sørensen früh raus musste. Uli, du hast mit seinem Ersatz, jetzt blamier ich mich, Mario Schuwa, spricht man perfekt. Aus. Sehr gut. Hat ein Häkchen unter dem S auf jeden Fall, offiziell. Ah, okay. Ja. Du hast mit ihm gesprochen. Welchen Eindruck hat er dir gemacht? Ja, beim Gespräch war er eigentlich ähnlich wie auf dem Fußballplatz, relativ ruhig, gechillt, macht einen guten Eindruck. Also ich fand ihn wirklich erstaunlich gut, wie er sich reingefunden hat. Er kam ja wirklich so, wie es der Trainer formuliert hat, aus der Kälte. Nach 11 Minuten musste er ran. Es war jetzt nicht sein erster Einsatz. Er hatte vorher ein paar Minuten Einsätze und in Darmstadt eine Halbzeit gespielt, wo er auch Sørensen damals abgelöst hat nach dem Zusammenprall. Aber ich fand, das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr souverän, um dieses Wortspiel endlich mal, auf Twitter wurde schon eingefordert, stark, endlich mal dieses Wortspiel zu bringen. Hat sehr robust gespielt, sehr konzentriert verteidigt. Er hat, glaube ich, auch viel profitiert natürlich, das sagt er auch selber von seinen Nebenleuten. Er sagt also gerade Schindler, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat auch, und auch Martenia, auch die Außenverteidiger, die haben ihn da bei jeder Aktion gepusht und mitgenommen. Das hat es ihm leicht gemacht. Aber muss man sich dann trotzdem erstmal so einfinden, als gut 22 Jahre, jetzt nicht mehr ganz jung. Er hat fast 80 Regionalligaspiele bestritten, also eine gewisse Erfahrung ist da schon da, aber zweite Liga ist dann halt doch nochmal, wie er das formuliert, eine andere Stufe, was Geschwindigkeit, was Tempo, was Intensität angeht. Aber da hat er sich wirklich sehr gut reingefunden und hat ein bisschen profitiert davon, dass natürlich durch die Verletzung von Flo Hübner er in der Hierarchie da jetzt relativ schnell zum Innenverteidiger Nummer 3 aufgestiegen ist. Aber ich glaube, man müsste sich jetzt keine Sorgen machen, sollte Sørensen, was ich jetzt nicht glaube, aber auch gegen Schalke vielleicht noch passen müssen. Man weiß jetzt noch nicht so genau, was eigentlich los ist mit ihm. Er hat ja Magenkrämpfe, ihm war es schlecht irgendwie ein bisschen. Aber man muss jetzt keine Sorgen machen, wenn Mario Schuwa da nochmal ran müsste, glaube ich. Welche Note hast du Mario Schuwa gegeben? Eine 2,5. Wie auch seinem Nebenmann Schindler und wie auch erwähnenswert Tim Handwerker. Glaube ich, Bestnote seit langer Zeit. und wer waren die drei dann auch Notenbesten bei dir? Es gab auch, Scheffler hat auch noch eine 2,5. Das überlege ich gerade. Tempelmann hat auch noch eine 2,5. Also der Notenschnitt war das mal schon relativ gut. Ich habe nur 2 Vierer vergeben. Es waren Geis und Kraus, die mir nicht so gefallen haben. Ansonsten war das alles im Zweier- und Dreierbereich. Was sagt der Lehrer? Ja, das ist ja immer so ein bisschen problematisch, wenn man im Stadion nebeneinander sitzt, dann gleich beeinflusst sich man sich ein bisschen gegenseitig in der Wahrnehmung. Also von daher, da gibt es jetzt kaum Abweichungen. Also ich habe eigentlich mehr oder weniger fast die identischen Noten. Ich glaube, ich habe Valentini eine halbe Notenstufe besser. Aber an sich ist es schon so, dass es relativ ähnlich ist. Man sieht es dann auch, die Kollegen vom Kicker und von der Bild sind eigentlich auch weitgehend auf einer Linie. Also man sitzt halt dann, wenn man zu viert in einem Eck sitzt, dann beeinflusst man sich halt doch irgendwie gegenseitig. Sollte man vielleicht das nächste Mal eine Schultasche dazwischen stellen, damit man nicht spicken kann. Ihr habt noch Schultaschen gesteckt. Wir haben inzwischen so Spicktrennwände, in die natürlich immer ein Penis eingemalt ist, weil warum auch immer. Stark. Ich hatte auch noch Schultaschen, die wir dazwischen stellen mussten. Ich bin gar kein, also aus Lehrersicht, ich bin gar kein so Fan davon, was dazwischen zu stellen, weil du eigentlich, wenn du die Schüler beobachtest, siehst es doch viel eher, ob sie spicken, als wenn dann irgendwo du noch tote Winkel erzeugst. Hinter irgendwelchen Schulranzen oder Trennwänden oder sonstigen. Ich hatte wirklich in der Schule, ich war ein Meister, ich meine, ich glaube, das Abi kann jetzt im Nachhinein nicht mehr aberkannt werden, wenn ich mich da oute, aber ich hatte so einen Stift mit so einem herausziehbaren Spickzettel, das war super. Also da konnte man so ein ganz langes Blatt irgendwie, hat der innen aufgerollt und das konnte man dann rausziehen. Das hat mir also immer sehr treue Dienste geleistet. Oldschool. Tja, vielleicht sollte ich mich an der Stelle bei meinem Zwillingsbruder bedanken.
der immer eine Note besser war und immer neben mir saß. Ohne den ich Latein zum Beispiel auch wesentlich schlechter dagestanden wäre. Es galt aber für die ganze Klasse. Irgendwann wurde die Schulaufgabe einfach durchgereicht. Dem Lehrer war es, glaube ich, egal. Aber es hat funktioniert. Gut, liebe Grüße an Felix. Das ist tatsächlich auch oft so, dass man vielleicht auch manchmal sagt, naja, ist wurscht, schau ich halt weg. Aber man es natürlich nicht darf eigentlich als Lehrer. Aber ja. Es kann aber auch schief gehen. Können wir ja noch rausschneiden. Eine mir bekannte Gymnasiastin, persönlich bekannt, hat es mal geschafft, bei ihrer Freundin abzuschreiben und erst am Schluss gecheckt, dass die ganz andere Aufgaben hatte. Tja, war dann nicht so gut. Aber aus Schaden wird man klug. Ihr habt jetzt schon mehrmals von der Pressetribüne gesprochen und damit wart ihr ja fast die Einzigen, die dieses Spiel live vor Ort ansehen durften. Uli, du hast geschrieben, dass es dem Trainer vielleicht gar nicht so ungelegen kam, weil man sein Coaching mehr wahrgenommen hat. Habt ihr das auch gehört? Hast du das gehört, Uli? Was genau ruft er dann da so rein? Nee, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gehört. Also ich fand es auch ganz, ganz lustig, den Ansatz. Er hat es natürlich bedauert, dass die Fans nicht da sind, weil die in manchen Phasen des Spiels natürlich auch bestimmt hilfreich gewesen wären, gerade wo es dann am Schluss eng wurde. Aber er meinte eben, dass es gerade für so ein Spiel, wo man als Trainer sehr gefordert ist und da präzise Anweisungen braucht, durchaus auch ein Vorteil gewesen sein kann. Also wir hören eigentlich immer nur Martenia brüllen da oben. Also den hört man immer. Und dann kam auch mal von Dr. Gretlein irgendwann von oben mal so ein zaghafter Anfeuerungsversuch. Aber was der Trainer jetzt genau reinruft, hat sich bis zu uns auch nicht drum gesprochen. Also ich habe ihn ein paar Mal gehört, dass er aktiver gerufen hat. Also er war gerade am Anfang der zweiten Halbzeit unzufrieden, etwas mit der Passivität, er wollte etwas mehr Bewegung, also aktiver, aber also das ist jetzt noch kein großes Geheimnis und keine Sache, wo ich sage, in einem vollen Stadion kriegt er das nicht unter. Das Lustige ist, dass ich das auch den Mario Schuber heute früh gefragt habe, wie wir gesprochen haben, ob das denn wirklich so war, dass es ihm geholfen hat, dass der Trainer da besser coachen konnte. Und er hat dann gesagt, also ganz ehrlich, am Platz, wenn er steht, dann nimmt er eigentlich wenig wahr, was da von außen reinkommt und versucht sich eher so auf sein Spiel zu konzentrieren. Also vielleicht überschätzt Robert Klaus da auch seine Einflussmöglichkeiten ein bisschen, auch wenn es still ist. Ja, und immerhin hat es ja offenbar was gebracht. Er ruft aktiver rein und in der 65. Minute macht Erik Schuranov ein wunderschönes Tor nach einem tollen Zuspiel. Über den Mann haben wir schon öfter gesprochen, auch in den zwei Folgen, wo ich da war, weil er dann immer trifft. Ich bin ein Riesenfan seines Abschlusses. Hat sich das ein bisschen angedeutet, das Tor, oder kam das für euch dann überraschend in der Phase? Flo? Es gab vorher, glaube ich, ja schon mal jetzt müssen wir kurz überlegen, es gab vorher schon eine Situation, die eigentlich keine schlechte Chance war, ne, mit Mats Möller-Daly, wo er durchdribbelt und dann den Ball am kurzen Pfosten vorbeisetzt. Ein wirklich starkes Dribbling und dann die Szene ist ja ähnlich. Ne? Mats Möller-Daly läuft wieder durchs Mittelfeld, viel Tempo und in dem Fall findet er halt den Passweg. Also gab schon so ein paar Situationen, jetzt war nicht überaus dominant, also kein Dauerdruck, aber es war schon so, dass halt eigentlich wieder die besseren Chancen oder fast die einzigen Chancen da beim Club waren in der Phase und Schuranov macht es halt auch wirklich so, dass man sagt, boah, einfach drauf gehämmert und es ist reingegangen, also das ist schon auch krass. Expected Goals Wert. Ja, schönes. Ja. Expected Goals Wert von Schuranov-Tor. 0,03 vor dem Schuss und 0,25 danach. Also. Wenn er drin ist, dann weiß man ja, dass er drin ist. Ja, du hast die perfekte Antwort auf die bescheuerte Bezeichnung Post-Shot Expected Goals gefunden. Das haben andere auch in der Analytics-Community auch schon gesagt, dass es ein ganz bescheuerter Wert ist, weil nach dem Schuss weiß man, dass der Post-Shot-Wert ist entweder 0 oder 1. Nee, also allein von der Position aus betrachtet wäre es 0,03, weil es halt sehr weit außen ist. Wenn man dann aber einberechnet, wo der Torwart steht und wie er sich positioniert hat und wie die Gegner standen, ist es 0,25. Das ist dann keine sehr gute, aber schon eine gute Chance. Hast du den Scheffler-Wert
Auch für uns, wenn wir schon dabei sind. Vorm Schuss 0,65 und danach 0,86. Also man kriegt ihn noch vorbei, aber es ist schon sehr schwierig, den vorbeizukriegen. Den darf man machen. Ja. Okay, und den Kieler dann auch noch? Der Kieler, der ist bei... Weitschuss, genau, 0,04, ne? Weitschuss, aber danach dann auch wieder 0,27, ne? Weil, ja, das, ich glaube, der Wert wäre anders, wenn Lino Tempelmann seinen Kopf oben hält. Okay, und das kommt alles damit rein in diese Berechnung? Ja. Wahnsinn. Also das kommt ein bisschen aufs Modell drauf an, also die ganz guten Modelle haben wirklich tatsächlich alles drin. Sogar die Höhe, je nachdem, wie hoch vom Boden weg der Schuss abgegeben wird. Ja, also nach dem 2-1 hat der Uli nochmal gezittert, hat er vorhin gesagt. Hast du auch befürchtet, Flo, dass das noch in die Hose geht? Bei dem Freistoß, ja. Also an sich eigentlich nicht, weil aus dem Spiel haben sie es eigentlich ziemlich gut gemacht, haben es gut wegverteidigt. Aber der Freistoß, ich meine, der ist in zentraler Position. Da kommt mit Luis Holtby auch jemand, der durchaus Freistöße schießen kann. Dass man dann sogar irgendwie Johannes Geis auf dem Boden legt, dass der dann im Weg ist. Und der geht trotzdem durch, der Ball. Das ist ja das Faszinierende. Also obwohl Geis da liegt, geht der irgendwie da durch, der Ball. Ja, aber wahrscheinlich geht er halt nur dahin, wo Martinia dann steht, weil die andere Seite blockt Geis flach ab. Und trotzdem eine 4,5? Was war das bei dir, Uli? Nein, eine 4. Eine 4, okay, gut. Also nur für auf dem Boden liegen und Bälle abprallen lassen, gibt es jetzt keine 2. Das kann man schon mal eine Note besser machen. Muss man schon irgendwo das Limit ein wenig anders ansetzen. Ja, wahrscheinlich hast du recht. reicht aber immerhin für einen neuen Vertrag beim 1. FC Nürnberg. Johannes Geis bleibt. Genauso wie Schuranov hat auch verlängert. Ob sie bleiben, werden wir sehen. Aber offenbar sind ihre Verträge verlängert worden. Ja, habt ihr noch was aus dem Spiel mitgenommen, was ihr mir und unseren Usern noch mitteilen wollt? Gerne auch Insights von der Pressetribüne. Es gab Mars-Riegel, das ist immer ein gern diskutiertes Thema, genau. In unserer Community, welche Art des Schokoriegels serviert wurde. Das war also okay. Und ansonsten war es dann, ja, das Ganze drumherum halt dann doch schon wieder eher sehr trist und traurig, muss man schon sagen. Ja, also das ist... Es ist schon sehr trostlos, wenn dann, also ich meine, klar, so aus egoistischer Sicht ist natürlich cool, wenn du irgendwie, ich kann hier daheim mit dem Auto um 13,5 oder so losfahren und bin sofort da und habe keine Probleme reinzukommen, aber das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Übung eigentlich, ne? Also, dass man dann da sitzt und man kann dann so ein bisschen zugucken und das war's dann. Also es fehlt schon deutlich was. Also, und ich muss ganz ehrlich sagen, was der Uli ja auch schon gesagt hat, ich muss Christian Martin ja echt nicht wieder die ganze Zeit hören. Also das, immerhin hat er im Gegensatz zur letzten Saison gelernt, dass man auch mal erster Ball und nicht nur zweiter Ball schreien muss, wenn der erste noch gar nicht abgeschlossen ist. Okay. Ist das vielleicht auch ein kleiner Wettbewerbsnachteil, wenn man jetzt auf Schalke vor 15.000 wieder spielt? Oder ja, insofern ein Nachteil, okay, dass jetzt die Abwehrspieler den Trainer wieder nicht mehr verstehen können, wahrscheinlich auf Schalke. Ja. Aber ich weiß gar nicht, wie viel Zuschauer jetzt zugelassen sind am Freitag in NRW. 15.000, oder? Irgend sowas in dem Dreh, glaube ich. 15.000, ne? Ja. Ja gut, es verliert sich in dieser Arena dann natürlich auch. Also ich glaube, der große Hexenkessel wird es sicherlich nicht werden, dass man es dann darauf schieben könnte. Ja, also ich meine, es ist ist wirtschaftlich natürlich ein Wettbewerbsnachteil. Ich glaube, da braucht man nicht drüber reden. Es ist halt nur, ob es sportlich einer ist, das ist immer die Frage. Ne? Also jetzt haben sie gewonnen, jetzt kannst du sagen, jetzt ist wurscht, aber weiß halt nie, wie das Spiel ausgeht, wenn Zuschauer da sind. Ja. Naja, also mit Zuschauern haben sie verloren zweimal, ohne Zuschauer haben sie gewonnen. Also die These des Wettbewerbsnachteils würde ich erstmal hinten anstellen. Was den Club betrifft. Ja. Ich habe noch eine schlaue Frage. Genau. Obwohl ich die Antworten eigentlich schon weiß. Ich hätte euch beide jetzt gefragt, ob der Club aufsteigt. Aber ich würde auch mal versuchen, Klaus Augenthaler-mäßig die Antworten auch schon mitzugeben für euch. Und ihr könnt mich korrigieren, wenn ich dann doch Stuss erzähle. Also steigt der Club auf? Uli, du sagst, Stand jetzt, nicht.
Und Flo sagt, er bleibt dabei, Prognose 4 bis 6. Und so schaut es ja auch im Moment aus. Richtig? Ja, Ja, keine Einwände. aber der Kollege Wolfgang Laas hat mich heute Nachmittag angerufen und hat mir mitgeteilt, dass der Club heute aufsteigt heuer, also oder in dieser Saison. Jawohl. Also vielleicht muss ich jetzt da nochmal überdenken, der hat mich jetzt mit seiner Euphorie fast ein bisschen angesteckt und ich fahre jetzt mal am Freitag nach Gelsenkirchen und ja, wenn da was drin wäre, dann kann man zumindest mit einem gewissen Optimismus in die Rückrunde starten, wobei ich schon auch glaube, dass es für ganz vorne nach wie vor, das sage ich auch schon öfter, nicht ganz reichen wird. Liebe Grüße an Wolfgang Lars an der Stelle. Ich habe noch eine schlaue Frage mir überlegt, genau, und mir fällt sie auch wieder ein. Dellen in der Dose, Uli, bei Red Bull Leipzig Karnevalssport. Rasenballsport, bitte. Ja, sorry, ich habe den Fadi gemacht. Red Bull Leipzig. Die Frage ist, ob wir Gefahr laufen, dass Robert Klaus vielleicht sogar den Dieter Hecking macht. Ich meine, bald ist Weihnachten. Puh. Ein potenter Verein aus der Bundesliga, der zurzeit ohne Trainer dasteht. Und es gibt ja dann doch eine Verbindung von Klaus nach Leipzig. Macht ihr euch darüber im Kopf? Glaubt ihr, sowas ist realistisch oder sollten wir das Also direkt da abhaken lehne ich mich ganz weit durchziehen? aus dem Fenster und würde dem ähnlich viel Aufmerksamkeit, wenn es dieses Gerücht geben sollte, schenken wie dem Gerücht, dass Erik Schuranov zu Galatasaray Istanbul wechselt. Ging ja auch am Wochenende irgendwo auf Ah, Twitter rum. siehste, Und also habe ich gar nicht das halte ich ja, aber muss man glaube ich auch nicht gesehen. sehen. Also Dieter Hecking hat, ich habe auch Dieter Hecking dann doch mal darauf angesprochen, er sagt, er weiß von nichts. Also das kann man, glaube ich, getrost in die Tonne treten. Und bei Klaus, bei aller Liebe, also ich glaube, Leipzig ist, ja, natürlich besteht eine gewisse Verbindung, aber ich glaube, so weltbewegende Sachen hat er mit dem ersten FC Nürnberg jetzt noch nicht vollbracht, dass er für Leipzig ein Thema wäre. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also die suchen schon ein trotzdem noch anderes Format von Trainer, ohne jetzt Robert Klaus nahetreten zu wollen. Vielleicht ist das in ein paar Jahren mal ein Thema, aber da sehe ich jetzt seine Ja. Entwicklung noch nicht so, dass er für diese Art von Verein wirklich jetzt interessant wäre. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, die Wäre auch schade. glauben, ich glaube, die greifen noch ein Regal höher hinein. Die haben es jetzt Eben, bei Roger ja. Schmidt probiert. Das scheint nicht zu klappen. Dann ist die Frage, wer da als nächstes dann dran wäre. Ich meine, man kann zur Not halt immer noch irgendwie Matthias Jaissle oder Gerhard Struber sich holen, die ja in diesem RB-Kosmos auch schweben. Gerade Struber wäre, glaube ich, für den Leipziger Kader gar kein schlechter Trainer. Ja, Oder ich wollte darauf Dieter Hecking. appellieren. Oder Dieter Hecking. Du meinst, Dieter Hecking macht den Dieter Hecking? Naja, wie gesagt, das ist bei Weihnachten. Ja. Hatte mal das Vergnügen, wo ich eigentlich meinen Dann. Christbaum aufstellen wollte und dann Dieter Hecking den Club verlassen hat. War super Weihnachten. Und dann Das war wird der Michael 23. Wissing neuer Dezember. Sportvorstand, oder Ja, wie wird das? genau. Das nehme ich ihm heute noch übel, dem Dieter Hecking. Der Weil mein der Weihnachten Weihnachten kaputt gemacht hat. so sabotiert hat damals, ja. Alle waren im Urlaub und ich durfte dann dieses Fiasko da moderieren in der Zeitung. Wir gehen jetzt mal nicht davon aus. War auch kein Gerücht, was ich irgendwo streuen wollte, sondern ich habe nur ein paar Parallelitäten festgestellt und dachte, wir sprechen mal kurz drüber. Ich Wir würde können ganz ja auch mal gerne proaktiv Gerüchte streuen. noch. Ja, Warum? genau. Nee, klar. Ich Das hätte ist eine gedacht, gute wenn wir Idee. schon bei Ex-Trainern sind, ne? Grüße an Michael Köllner, der Sascha Mölders suspendiert hat. Schön. Michael Hat Köllner. er? Habe ich noch gar Ja, nicht hat er. mitgekriegt heute. Geht grad steil überall. Es ist. Ja, Oh, das immer noch ist. eine kurze frei, Uli. Die Zeitung nochmal zurückholen. Bei solchen Schauen wir gleich mal. Breaking News. Jo. Thema Abschiede zu Weihnachten. Ich muss es natürlich ansprechen, auch im Sinne der Transparenz für alle Menschen, die uns zuhören. Ich springe immer gerne für den lieben Kollegen Kiplavi ein, das ist aber heute das definitiv letzte Mal, denn ich werde den Verlag verlassen. Aus privaten Gründen, glaube ich, kann man einfach mal so zusammenfassen, muss man auch nicht näher drauf eingehen. Nur schon mal so als Info an alle. Ich bin sehr gespannt, Uli, wann du schneiden lernst Nächste Woche und dann. ob das.
Ja, genau. Ja, oder halt im nächsten Urlaub vom Vater, ja. Genau. Ja, werde euch auf jeden Fall treu als Hörer bleiben und guck, wie ihr das macht in Zukunft. Bevor es jetzt hier irgendwie emotional wird oder ähnliches, haben wir noch unsere Lieblingskategorie, den Gerrich. Da haben wir was vorbereitet und ja, ein bisschen was auflösen vermutlich, richtig? Also Auflösung, ja. Ja. Flo, du hattest den, glaube ich, das letzte Mal, oder der Fadi? Genau. Du hast den vorgetragen, war, ne? Ja. Nee, das war, Fadi hat ihn vorgetragen, wir beide haben stimmt. Lang gebraucht. Jacek Czernowek war die Lösung. Das hat uns etwas verwirrt, dass der deutscher Meister war, aber ja, der war dann mit dem VfL Wolfsburg deutscher Meister und Klaus Augenthaler war dreimal sein Trainer. Jo, den kenne ich sogar noch. Uli, ja, du hast einen. Ich komme gleich zum Gleich. Zuerst aber noch auch von meiner Seite dir ganz herzlichen Dank, dass du uns hier unterstützt hast, phasenweise. Wenn der Fadi mal nicht da war, ich denke, wir haben gut harmoniert und wir hoffen natürlich, dass du uns als Hörer, wie du es gesagt hast, erhalten bleibst. Ne? Ja, ich kann nicht so gut über Cordon Bleu und über Fleisch sprechen wie ihr. Bevor wir zum, eine Frage muss aber noch sein, bevor wir zum Gerrich kommen. Ich meine, wir haben ja einen Ruf als Nebensächlichkeit, einen Podcast zu verteidigen, auch wenn der Fadi nicht da ist. Was hattet ihr heute im Nikolausstiefel, Kollegen? Ja, gar nichts. Wie gar nichts? Ach, kam so plötzlich irgendwie, war ich nicht drauf vorbereitet. Ich habe tatsächlich auch keinen Stiefel gekriegt. Ich habe einen After Eight Nikolaus von meiner Frau bekommen. Von daher, das ist mein Nikolausgeschenk. Aber es gab keinen Stiefel. Meine Kinder haben irgendwie, ich glaube, von allen Verwandten einen Stiefel bekommen. Meine Tochter ist im Geschenkerausch, weil die gestern Geburtstag hatte, heute ist Nikolaus. Oh. Die ist gut dabei. Jetzt ist dann gleich Weihnachten. Also. Und ich werde jetzt dann auch wieder runtergehen und weiter Lego aufbauen, weil meine Tochter so viel Lego bekommen hat. Schön. Uli, du willst auch nur selber gefragt werden. Dann, ja, eben, da bin ich ja privilegiert, ja, richtig. Also bitte. Neben einem ganzen Berg an Cresta-Kugeln, die ich sehr liebe, kriege ich vom Nikolaus jährlich eigentlich immer irgendwie eine Musikbiografie. Und heuer war dann wirklich, nicht im Stiefel, was nicht reingepasst hat, aber drunter Alles Dunkel dieser Welt. Könnte jetzt auch von einem Fürth-Fan stammen, ist aber von Mike Lanegan, dem ehemaligen Sänger der Screaming Trees. Weiß nicht, ob die noch jemand kennt. 90er Jahre, Grunge-Band. Inzwischen als Singer-Songwriter unterwegs. Und ich habe schon angefangen. Ich kann es sehr empfehlen, glaube ich. Um auch ein bisschen Kultur reinzubringen. Wäre ein schöner Gerch gewesen. Ja, wäre ein schöner Gerch gewesen. Ja. Gut, aber dann hätten wir das auch geklärt. Herzlichen Glückwunsch, danke, lieber Uli. Danke. Genau. Ich bedanke mich beim Nikolaus und würde dann mal zum Gerch überschwenken. Ja. Dankenswerterweise hat mir der Andi Wojta einen Gerch per Mail zukommen lassen, auf den ich sehr gerne heute zurückgreife. Er ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man weiß, wer es ist, aber es sind sehr viele Informationen. Also mir ist ein bisschen der Kopf explodiert, als ich es gelesen habe, aber ich gebe es jetzt einfach mal so, wie es der Andi mir geschickt hat, wieder und mal schauen. Wie gesagt, wenn ihr was ahnt, dürft ihr mir das gerne per WhatsApp schon mal schicken. Also, ich fange mal an. Ja. Gerch absolvierte in seiner aktiven Zeit für den 1. FC Nürnberg und einen Verein aus dem Saarland insgesamt 71 Bundesligaspiele, in denen er 11 Tore erzielte. 1994 musste er seine Karriere aufgrund einer Verletzung beenden. 3 Jahre später begann Gerch als Trainer für einen Kreisligisten aus dem Nürnberger Land zu arbeiten, den er bis in die Landesliga führte. Zum Jahresbeginn 2006 nahm er die Arbeit als Co-Trainer bei einem Bundesligisten aus Niedersachsen auf. Als der Verein den Vertrag mit dem damaligen Trainer, welcher heute als Kulttrainer bekannt ist, kündigte, wurde auch der Vertrag mit Gerch aufgelöst. Im folgenden Jahr begann Gerch für einen Verein aus der Oberpfalz zu arbeiten. Nach Saisonende verließ er den Verein, kehrte jedoch im April 2008 zu ihm zurück. Beide Male hielt er mit diesem die Liga. Zur Saison 2008-09 wurde er Trainer seines Heimatvereins, welcher ebenfalls in der Oberpfalz ansässig ist, der ihn im November 2008 aber bereits wieder beurlaubte. Im Juli 2009 wurde Gerch unter einem ehemaligen Bundesligaspieler neuer Co-Trainer bei einem österreichischen Bundesligisten. Seine erste Saison 2009-2010 krönte Gerch mit dem ÖFB-Pokal,
Ehe im Mai 2011 als Co-Trainer mit dem gleichen Club österreichischer Meister wurde. Gerch übernahm im April 2012 die Position des zuvor beurlaubten Trainers und schloss als Interimscoach die Saison 2011-12 ab. Zur Saison 2012-13 wurde Gerch nun wiederum Co-Trainer seines damaligen Vorgängers und Trainerweggefährten bei einem deutschen Traditionsverein aus der Pfalz. Er erreichte in besagter Saison den dritten Platz in der zweiten Bundesliga, scheiterte jedoch in den Relegationsspielen gegen eine, ich zitiere, gewisse Truppe aus Sinsheim. Kurz darauf wurde Gerch zusammen mit dem Trainer freigestellt. Von 2014 bis 2017 war Gerch erneut Co-Trainer des österreichischen Bundesligisten, welchen er schon einmal betreut hatte. Seit Beginn des Jahres 2018 ist Gerch Assistenztrainer einer Nationalmannschaft, mit der er sich auch für die Europameisterschaft 2021 qualifizierte. So. Köpfe explodiert. Seid ihr noch da? Ja. Ja, Flo? Ja, ich überlege, aber es ist diese. Also es sind sehr viele Stationen, sehr viele Jahreszahlen. Er ist eigentlich nicht so schwer, aber es ist eine doch sehr abwechslungsreiche Vita und also mir ist auch ein bisschen, wie gesagt, der Kopf explodiert aufgrund dieser ganzen Informationen, die man jetzt erstmal sortieren muss. Ja. Ich könnte noch ergänzend, um es ein bisschen einfacher zu machen, sagen, dass er eines seiner 11 Tore gegen den FC Bayern erzielt hat. Jetzt muss man es aber wissen eigentlich. Ne? Aber danke an die Wojta für die Lieferung des Gerchs. Ah, also. Ich war bei der Nationalmannschaft dabei, schon beim nächsten Turnier. Jetzt. Ja, ich weiß, wer es ist. Also überlegt mal. Flo, hast du mir schon geschrieben? Ja. Wohin? Ah, er schreibt. Ja, der Kollege Zenger hat es natürlich dann erraten. Das ist richtig. Ja. Von mir bekommst du noch nicht mal einen Tipp. Ich habe aufgehört bei 94. Im zweiten Satz praktisch schon. Ja, das ist dann, da war ich 6, da habe ich den Club nicht verfolgt. Gut, ich bin mir sicher, unsere Hörerinnen und Hörer wissen mehr über den 1. FC Nürnberg als ich. Wenn sie bei diesem Podcast so lange durchgehalten haben, trotz der ganzen Tonprobleme, die wahrscheinlich doch nicht ganz zu überhören sind und für die wir uns auch gleich mal entschuldigen, wir arbeiten dran. Und wenn Fadi wiederkommt und das Internet repariert, wird garantiert alles wieder besser. Perfekt. Perfektes Schlusswort. So machen wir das. Ich versuche das jetzt alles mal zu schneiden, sodass es annehmbar und gut hörbar ist. Gerade beim Gerch am Ende ist es schon schwierig, wenn er zwischendurch. Wenn man nur jedes zweite Wort hört, ja. Ja, weg ist das. Unter erschwerten Bedingungen. Ja, genau. Mal schauen, was draus wird. Ist so ein Lückentext in der Schule, Flo, oder? Ja, gibt's ja. Gibt es das noch? So, Lückentext, Lückendiktat. Gibt es noch, ja. Immerhin das gibt es noch, ja. Gut. Gut. Danke euch beiden. Danke dir, alles Gute. Jo. Und danke euch. Flo, wir hören uns. Wir hören uns. Jo. Ciao. Macht es gut. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.